Herzlich willkommen bei einem kleinen Zwischenvideo von Flori zockt und ja, man könnte es Zockstation typisch einfach so zocken nennen. Und zwar spiele ich gerade mit einem Kumpel Battlefield 3 und wir machen hier gerade voll den Luftkampf, denn das bietet sich gerade total gut an, ganz einfach aus dem Grund, weil hier, keine Ahnung, vier Leute, wie viele, Marcel, vier Leute? Es können nur vier Leute auf den Server, der ist eingegrenzt. Vier Leute sind hier auf der Karte, sodass Marcel und ich hier eigentlich machen können, was wir wollen. Das gefällt uns ganz gut. Wir machen das dann eigentlich immer so, dass wir versuchen, uns in der Luft so ein bisschen zu fighten. Man muss dazu sagen, er fliegt ein bisschen besser als ich, weil er wirklich sehr viel mehr Übung hat. Noch. Ich habe überhaupt gar nicht mehr Übung als du. Ich werde heute ein bisschen versuchen, mehr Übung zu kriegen, mehr Erfahrung. Und bin jetzt mal eben in den Jet gestiegen und ich werde schon angeschossen von dem Sackgesicht hier. Fuck! Ja. Mal versuchen, Ich bin Millimeter an das zweite Jet vorbeigeflogen. Also meistens sieht es dann so aus, dass ich versuche zu flüchten und er schießt nicht. So, jetzt regeneriert er sich. Ich muss warten. Das finde ich übrigens bei Battlefield sehr unlogisch, dass sich die Fahrzeuge regenerieren. Das fand Marcel auch schon sehr unlogisch. Jo, aber mich juckt's nicht. Muss ich nicht landen, um mich zu reparieren. So, jetzt. Ich sehe deine Schüsse. Das sind nicht meine Schüsse. Das ist das, der Flakpanzer. Ah. Von dem anderen Typen. Ah! Der hat dich anscheinend schon im Visier. Kann sein, aber weißt du, ich flieg hier 10 Meter über dem Boden. Oh, das freut mich. Und das macht's auch nicht gerade einfacher, mich zu treffen. Ja, ist aber praktisch, dann kann ich dich jetzt schon mal tiefer suchen. Halt den Mund. Und mach mir keine Angst. Angst ist nicht gut fürs Geschäft. So, ich hoffe, du fliegst auf Ende halb der Map. Wartest du ruhig gerade? Ich bin gerade eigentlich kurz auf dem Weg. Oh, ich sehe deinen Kollegen. Oder du bist schon in der Luft. Ich weiß es nicht. Aber du hast ja gesagt, du bist auf dem Boden. Deswegen denke ich, das ist eher der Kollege. Vielleicht leite ich es heute Abend hoch. Mal gucken. Ich weiß doch nicht, ob ich es einfach so zocken nenne, weil da kommen bestimmt die Leute an, das hast du voll von Zockstation geklaut. So diese komischen Leute, die denken, wenn man ein Video mit dem gleichen Titel benennt, dass es dann gleich geklaut ist. Mal gucken. Warum fliegst du so tief, du Idiot? Weil ich es kann. Oh Gott, da war ja ein Mast, war da ja. Ich flieg in den Baum rein, direkt hinter dem Baum ein Mast. Ich flieg da erstmal voll gegen, ich habe aber immer noch 100%. So, und ich sehe niemanden. Kein von deinem Partner oder so, bist du in der Luft? Ja, natürlich, ich bin gerade bei dir vorne beim Spawn. Oh, ich hab grad von dir. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich habe dich eben kurz gesehen oder jemand anderes. Nee, ist nur einer von uns in der Luft, das bin ich. Okay, dann warst du das. Aber man hat denjenigen in dem Jet natürlich extrem kurz nur im Visier, ne? Ja, es sei denn, ich krieg dich richtig eingefangen, sodass ich dir dann perfekt hinterher fliegen kann. Aber ich muss dich erstmal finden. Das ist allein die höchste Kunst hier. Oh, ich hab dich gefunden. Ja, das finden. Oh, da warst du ja. Jetzt habe ich mich auf was ganz anderes konzentriert. Und Marcel, kannst du auch so tief fliegen? Ja, kann ich. Mir kamen die Schüsse ihm so gefährlich nah entgegen. Whoopidu! Da war schon wieder irgendwas in deinem Baum. Also man kann durch die Bäume fliegen. Also falls ihr euch denkt, dass das nicht geht. Bin ich gerade gegen den Baum geflogen? Keine Ahnung. Ich bin gegen den ganzen Wald geflogen. Vielleicht ein kleines Bug oder da war irgendwas zwischen. Nein, ich bin eben gegen den Baum geflogen und dann ist er irgendwie umgefallen und dann war dahinter noch ein Baum. Das kam ich nicht weg. Okay, ich sollte das nicht ganz so tief. Du musst ja nicht tiefer als ne? Wir haben einen feindlichen Panzer gesichtet, der noch. Also bist du jetzt down oder was? Oh, einen feindlichen Panzer gesehen. Ah, ist Marcel einen kleinen Panzer geschrieben. Nee. Um meinem Flugzeug hier ein bisschen Damage zu machen. Ich habe ein Visier. Also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sich jetzt hier, keine Ahnung, 20 Minuten angucken, wie ich in diesem Ding hier rumfliege. Aber... Kannst ja lernen, Flori lernt fliegen. Wenn nicht, dann schaltet einfach ab und schreibt mich in die Kommentare, das ist voll LB. Das ist nicht so schön. So. Machen wir hier eine kleine Kurve. Also es ist fast so schwierig wie echtes Jetfliegen. Ah, ich sehe einen kleinen Panzer.
Das war nicht jetzt. Kuckuck! Oh. Oh. Ja. Ja. Also gegen irgendwas sind wir geflogen. Ich weiß nicht was. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr da irgendwas gesehen habt. Vielleicht habt ihr, könnt ihr ja sowas sehen. Keine Ahnung. Ach, sollst du noch in die Kommentare scheißen, wenn du kacken gehst oder so. Schreibt es in die Kommentare, wie groß er war. Die Wurst. Ja. Nicht was du denkst. Oh, doch. Marcel, das habe ich gar nicht gemeint. Nein. So, wir heben mal ab hier mit dem Heli. Der Helikopter. Wir sind jetzt natürlich sehr viel langsamer als im Jet. Ich weiß nicht, wo Marcel ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade bei dir unter der Base und zerstöre deine Panzer. Hi. Ah, hallo. Ich lande hier. Ich habe eben schon einen Jet von dir zerstört. Mit Stor. Oh. Nachladen, nachladen! Fuck, Mann! Ah, zieh no. doch, Heli, zieh! Gut. Okay. Oh, da machst du hier auch noch ein Kamikaze. Entschuldige mich übrigens, wenn ich ab und zu in dem Part sehr laut werde. Du bist voll der Kamikaze-Flieger, Alter. Wow. Okay, da bist du eben aufgeleuchtet. Oh. Fuck, Mann, Marcel, das ist nicht nett, Mann! Gib mir doch mal eine Chance, dich zu sehen! Ich sehe dich nicht. Verdammt nochmal. Ich hab dich gerade aus den Augen verloren. Ich bin richtig stolz auf mich. Das ist gar nicht so einfach. Man muss jetzt mal ein Gefühl dafür kriegen. Ja, das war jetzt, wie ich mich gefreut habe, als ich endlich geschafft habe, das Jet zu kontrollieren. Ja, also mittlerweile kriege ich es auch hin. Ich bin ja. Ich habe auch schon das geschafft, was du geschafft hast, beim Start gleich wieder abzustürzen. Also ja, das war gestern Start bei einer Karte, da bin ich gestartet. Gegen Baum geflogen. Nee, gegen den Zaun. Und ja, dann ist das Ding geflogen, oder ist ja Marcel? Das ist eine. Ich mach jetzt Selbstmord. Alter, war das geil! War das Ding, ey Marcel, das musst du dir in der Aufnahme angucken, das war ja der Hammer. Ich hab's gesehen, du bist ein Millimeter über diesen Kackboden rübergeflogen. Ey komm, das war genial. Das war richtig genial. Boah, ich bin so der Pro im Fliegen, ey. Ich muss dir ja mal wieder einen Schritt voraus sein. Marcel und ich, wir fahren ja jetzt in, ja, in 48 Stunden sitzen wir auf der Fähre, ne? Ach du Scheiße, hör bloß auf. Weiß ich nicht. Ja, Anno, ich vielleicht da überstehen wir nachher. Oh, Marcel. Nein, bitte nein, nicht. Nein. Bitte nicht in den Part. Genau, bitte, deswegen hab ich ja gesagt. Das lade ich nicht hoch, dann wird mein Kanal voll der Assi-Kanal, nee. Warum hab ich dir gerade gesagt? Oh, ist egal. Warum bist du gerade in die Luft geflogen? Weil ich zu doof zum Fliegen bin. Das sehe ich. Also mittlerweile kann es sein, dass ich bin schon wieder an einem Baum hängen geblieben. Kann es sein, dass ich mittlerweile ein bisschen besser fliege als ich? Nee, ich hab nicht. Sonst hätte ich dich wohl kaum schon einmal runtergeholt fahren. Ja, also ich rede nur vom Fliegen, nicht vom Schießen. Beim Schießen bist du definitiv besser, das weiß ich noch. Ich konzentriere mich auf. Ah, fuck, ich habe aus Versehen E gedrückt. Oh Mann, warum ist das E direkt neben dem W? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Ich verwechsel dann dort W mit C. Ja, ja, Marcel hatte das gestern mal in der Karte. Da hat er immer um Fluggeräte gekämpft. Hatte dann eins und ist 3 Sekunden später ausgestiegen, weil er aus Versehen E gedrückt hat. Hat sich dann immer geärgert. Das war immer sehr, sehr, ja, lustig zu betrachten, zu hören. Ach so, Leute? Ja. Denise, bevor du jetzt irgendwas sagst, ich nehme das Ganze auf und werde es in YouTube hochladen. Nur zu deiner Information, okay? Was denn? Ja, was ich hier sage. Marcel und ich spielen gerade. Ja. Typ ist blond! Wir halten fest, Denise ist blond. Ich hab Wer Interesse hat, der soll sich melden. Das ist Denise. Jetzt kommen 30 Leute, die kommen durch. Ich hab Interesse! Ich hatte noch nie eine Frau. Nur drei Kerle. Ich bin ein Mann. Nur drei Kerle, die sahen zwar aus wie Frauen, aber es ist halt nicht das Gleiche, ne? Wo bist du? Am Boden. Warst du immer noch mit dem Edi? Ich warte nicht auf Edi. Ich bin in einem Jet, aber ich bin am Boden. Okay. Ach so. Ach so. Das macht so Spaß, knapp über Boden zu fliegen.
Also, mein lieber Mann. Wow! Marcel! Marcel, du Alter! Du Arsch! Kannst du nicht machen! Spinnst doch! Wo hast du deinen Pilotenschein gemacht, Sackgesicht? Wo hast du deinen Pilot gemacht? City! Bei City? Bei Taliban Airlines! Ja! Boah, ich flieg grad vielleicht einen halben Meter über den Boden. Taliban Airlines, wir fliegen sie direkt ins Boot. Scheiße, war das fies. Nein, Leute, der 11. September ist eine Tragödie und sie darf nie wieder passieren. Das möchte ich damit nicht ausgedrückt haben. Und Osama Bin Laden ist auch ein Ach so. Böser Mensch und es ist gut, dass er jetzt tot ist. Also angeblich, es gibt ja 30.000 Leute, die sagen, da haben die Amerikaner alles gespielt und die Leute waren noch nie auf dem Mond, das ist alles gespielt. Es gibt an unserer Schule so einen Sozialpädagogen, der heißt Herr Propt und der... Ach, scheiße! Ah, jetzt habe ich Namen und Nachnamen gesagt. Der heißt jetzt Herr Rammel. Nehmen wir als Beispiel. Der hat gesagt, es gibt so eine Organisation, die denkt sich Krieger aus für die Nachrichten, dass sie das verkaufen können. Du Grotte, Alter, wieso fliegst du schon wieder gegen Bäume? Total geile Story. Weil ich drauf stehe, gegen Bäume zu fliegen. Vor allem, du fliegst gegen den Baum, ne? Ich streif den Baum so mit dem Flüge so ganz leicht noch am Winkel. Bam! Also normalerweise wären wir jetzt am Seil hängen geblieben. Okay, ich glaube, ich werde näher das Seil durchgezogen. Ja, klar. Hast du schon wieder den Baum überlebt? Ja, ich habe den Baum überlebt. Und ich habe immer noch 100%. Oder wieder 100%. Die Fahrzeuge haben ja hier die Fähigkeit, sich in der Luft selber zu reparieren, Marcel. Das ist ja die neue Erfindung von den Amerikanern. Die Fahrzeuge, also wie Knight Rider, die können sich einfach selber reparieren in der Luft. Knight Rider? Ja. Ohne Stahl, ohne alles. Also die können das einfach. Ja, ich such dich. Da wird so die Energie von den Luftströmen wird so aufgefangen, damit man Strom hat und dann wird das einfach alles da in dem Jet selber hergestellt und gleich drangehauen und so reparieren die sich selber. Es ist einfach ganz neu. Das kennt man einfach noch gar nicht. Wenn ich bei meinem Jet jetzt schon Warmlenkraketen hätte, da fliegt ein Heli. Was du das? Flo? Ja. Ich hab den Prestige 10er gekillt. Du schreibst S, er schreit Right. Alter Schwede. Weißt du, wie ich ihn gekillt hab? Hallo Marcel! Kennst du noch unseren Spruch Kamikaze? Ich bin auf ihn zugeflogen mit, er war gerade im Heli. Aber es war voll geil eben. Das war voll geil. Du weißt, dass ich hier einen Partner in der Luft habe, ne? Ich seh's. Also es ist 2 gegen 1 hier jetzt. Ich seh's. So, ich werde gleich aufhören aufzunehmen, denn ich muss Hausarbeit erledigen. Bist du eine Frau? Mutti waschen oder was? Ja, ja. Idiot. Oh, das hier hält der aus. Das hält der aus, das muss so. Der packt das, Marcel, der packt das. Wieso fliegst du weg gegen Bäume? Du bist echt so dumm zum Fliegen. Ich bin nicht so dumm zum Fliegen, aber ich muss ja runter, um was zu treffen. Von merkwürdigerweise fliegst du immer irgendwo gegen, nur wenn ich dich gerade im Visier hab. Weißt du, ich flieg eine Viertelstunde lang rum, find ich nicht. Find ich einmal 2 Minuten und dann fliegst du gegen den Baum. Ja, also damit war es das jetzt erstmal mit dem Down hier, mit dem zerstörten Flugzeug. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, dann werden wir in Zukunft weiterhin solche Flugduelle, sag ich mal, veranstalten und aufnehmen. Das Ganze natürlich mit Marcel. Und wie gesagt, Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare. Würde mich freuen und mich würde auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal.